Test, Test, 1, 2, 5, 1, 2, 5. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 3. Nachdem wir den traurigen Tod von Heathers Dad, Harry, da liegt er, da können wir nochmal gucken, hey, wo steht's? Und ja. So. Gehen wir nochmal kacken? Nein? Okay. Dann ich mache das Licht mal an, weil in der Wohnung ist es so dunkel. Schauen wir uns erstmal in Ruhe hier um. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Fenster, noch eine Tür. Oh, das ist, glaube ich, Heathers Zimmer. Mädchenzimmer. Morgen wird es immer wieder. Es ist kitschig, aber wahr. Aber wenn du die Augen zu hast, scheint es immer Nacht zu sein. Das sagt der Held in diesem Film. Das hat mir immer gefallen, aber jetzt finde ich es nur doof. Okay. Wenn du dir nur deswegen deinen Kopf zerbrichst, dann kann ich dir leider nicht helfen. Naja, der Herr Douglas wartet unten. Aha, was haben wir denn da? Elektroschocker, ich gehe kaputt. Oh, super, das Ding hat auch noch Batterien. Toll. Tollig, was kann der denn? Pfeffer muss man allerdings berühren, er hat also eine sehr geringe Reichweite, ja gut. Bestimmt so eine Überwaffe, aber die werde ich, so wie ich mich kenne, kaum bis gar nicht einsetzen. Genauso wie Nahkampfwaffen. Oder Schusswaffen. Je nachdem, so. Wo steht denn der hier? So, draußen. Ja. Eine Sequenz, genießen wir. I just met some guy named Vincent. Ah, das war die Brillenschlange, ne? Vincent, die Brillenschlange. I'm not sure. He said when we get to Silent Hill to look for a guy named Leonard. And he gave me this map. What do you want to do? We can't trust him, but we've got no other choice. Wir können es auch lassen. Komplett, meine ich. Here, take this too. What's this? Your father was holding it. Started raining. Are you sleeping? I'm awake. You cold? What's the deal with Silent Hill anyway? It used to be a nice, quiet little town. You've been there? Once, on a missing persons case. Never did find him. But I'll tell you, that's one screwed up town. My line of work. You hear a lot of nasty rumors. Ja, das kann durchaus sein. I was born and raised there. Sorry. I didn't mean to offend you. No offense taken. Anyway, I thought you grew up in Portland. What's wrong? Feeling sick? My head's pounding. The worst hangover ever. Maybe your car's sick. No. I'm just trying to remember. My childhood. Something terrible happened in Silent Hill 17 years ago. Ja, das kann durchaus sein. Dahlia. She tried to summon the ancient god of the town. She offered up her very own daughter. That's crazy. So eine lange Cutscene, Leute.
gave birth to a god. You see, that girl had special powers. Powers? Her classmates called her a witch. She could make things happen with her mind. She could kill people just by wishing for it. But in the end, that god was killed by a single person. Yeah. My father, Harry Mason. Oh my god! Because it wasn't much of a god that could be killed by a human being. Look. Yum, yum, yum. But I think Claudia's trying to do the same thing again. Ja, sollte meinetwegen versuchen, schafft ihr ja doch nicht. And I've been chosen as the sacrifice. You've got some kind of power in you too? After the god was killed, the girl reappeared. She was holding a baby in her arms. Before she died, she gave the baby to my father. Me just like I was his very own daughter. Even though he didn't know who or what I was. Mein Gott, ey. It was so sudden. Ey Leute, kommt schon, wenn ich mir einen Film angucken will, dann guck ich Silent Hill den Film. Ich will spielen jetzt! To tell you how happy you made me. Ja, ist ganz traurig und so, aber krass! Super! Können wir jetzt weitermachen? Nein, natürlich nicht! Somebody head for that Leonard guy's house. Nein. You check out the hospital. Nein, nein, ich will nicht das Krankenhaus. Get the map, right? Was? Nein! Gonna be okay alone? Oh, man. I'm not a child, you know. Schon wieder ein Krankenhaus. Are you sure it's not you who's afraid to be alone? Ist Silent Hill besessen von Krankenhäusern, ey? You're right. I am afraid. Ja, so siehst du auch aus. I'm 50-something years old. I've never seen nothing like this. Ich bin 21. Gucken, was noch auf mich zukommen wird. More like a nightmare, I'd say. Yeah. I want to wake up and have a smoke already. Meet me back here when you finish looking around the hospital. Okay? Okay. Roger. Darf ich jetzt? 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 Wahnsinn! Ich darf wieder spielen! Ich geh kaputt. Soll endlich aufhören, sich über diese Dinger hier zu wundern. Diese Symbole. So. Hat lange genug die Cutscene. Ich bin echt dann überlegen, ob ich eine Party jetzt abbreche und einen neuen mache. Wo ich dann halt nur am Spielen bin. Aber ich meine, ja gut, 5 Minuten haben wir noch. Ich werde aber ein bisschen umsehen, aber auf die Gefahr hin, dass schon wieder so eine dämliche Cutscene kommt, die boah, 50 Jahre dauert und ein paar zerquetschte. Yeah, okay, hier gibt's nichts Großartiges. Gut, dann gehen wir nach draußen. Ah, the beautiful Silent Hill. Lange nicht mehr hier gewesen. Der Nebel und alles, es ist so herrlich. Es ist echt schön, wieder hier zu sein.
Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der das sah. Das ist schön, wieder hier in Silent Hill zu sein. So, die Straße lang und dann da runter zum Krankenhaus. Ja, ich laufe noch bis zum Krankenhaus und dann cutte ich den Part und dann gibt's endlich mal wieder Gameplay. Tabu! Oh, noch mehr Hundis! Meine Fresse, die klingen aber leicht angefressen. Haha, der weiße Van, der steht hier. Immer noch und überall. Es ist echt geil, dass sie das alte Setting dann nochmal wieder übernommen haben. Ich meine, klar, wenn man in Silent Hill ist, dann sollte man eigentlich nichts ändern. Ich bin jetzt bestimmt falsch gelaufen, ne? Ja, so halb. Ich freue mich trotzdem wieder. Ich fühle mich, auch wenn es sehr komisch klingt, aber hier irgendwie ein wenig heimisch. Weil ich wahrscheinlich über die Hälfte meines Lebens hier... Oh, ey. Was für ein Geräusch die machen. Apropos Geräusch, ich könnte dann eigentlich mein Radio mal wieder anmachen. Aber sicher ist sicher. Und jetzt habe ich vergessen nachzugucken, ob ich richtig laufe, ja. Ah, hier haben wir Knurren und alles, aber das soll uns nicht stören. Wow, die Dinger können auch laufen. Wahnsinn. Wisst ihr eigentlich, wie viel Bock ich aufs Krankenhaus habe? Aber da es ja dasselbe Krankenhaus ist, sollte ich mich ja mehr oder weniger drin auskennen, aber... Ich bezweifle das ganz, 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 ganz stark, Leute. So, das Krankenhaus. Du machst erstmal eine Pause und wir machen auch eine Pause, aber ich bin... Ja, im nächsten Part wieder für euch da. Ich hoffe, euch hat die ewig lange Cutscene gefallen. Ihr hattet bestimmt nicht so viel Spaß wie ich gehabt. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Part wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Silent Hill 3. Also bis dahin, euer Sparrix. Toodaloo.